Müssen wir abbrechen oder schaffen wir es bis ganz nach oben? Das ist ein bisschen Abenteuertour hier, sage ich euch. Unser Ziel ist der Hohe Burgstall. Schon Extrembergsteiger Edmund Hillary hat sich hier auf seine Mount Everest-Besteigung vorbereitet. Sieht so cool aus, wie hier überall so einzelne Felsnadeln aufragen. Begleitet uns auf einen traumhaften Höhenweg im Stubaital mit gigantischem Gletscherpanorama. Hi! Wir sind gerade im Stubaital angekommen und nehmen euch heute mit zu einem der schönsten Aussichtsgipfel hier in der Region. Es geht nämlich hoch zum Hohen Burgstall. Das ist auch einer der Seven Summits. Und das Wetter ist ja heute tipptopp, strahlender Sonnenschein. Das klingt perfekt für das 360-Grad-Panorama am Gipfel. Auf geht's! Wenn ich der Landschaft schon eine Punktzahl geben dürfte, wäre das definitiv heute eine 10 vor 10. Oben angekommen. Krass, hier sieht man schon genial die Kalkkögel überall aufragen. Hier oben haben wir jetzt auch eine Karte gefunden. Wir sind ja hier mit der Seilbahn hochgefahren, sind jetzt hier an der Bergstation Kreuzjoch. Und von hier geht es jetzt dorthin zum Gletscherblick. Rüber zum Schlickersee und dann rauf zum Hohen Burgstall. Es sind insgesamt etwa 900 Höhenmeter und 12 Kilometer Wegstrecke. Und hinter der Kamera ist auch Felix mit dabei. Hallo Felix. Servus. Fühlst du dich fit für die erste Bergtour der Saison? Ja, kann losgehen. Da geht's lang. Die wirken von hier schon richtig nah, oder? So als könnte man einfach so die Hand ausstrecken und den Fels schon berühren. Bisher war der Weg super idyllisch. Wir haben das Skigebiet schon ziemlich bald hinter uns gelassen und sind seitdem in der freien Natur wirklich unterwegs. Alles ist so richtig schön wild und schroff. Und am Wegesrand blühen auch so ein paar Blümchen. Man sieht hier auch sehr schön, wie der Pfad weiter verläuft. Es geht nämlich da immer weiter so über den Grat entlang. Ich bin gespannt, ob wir nachher nasse Füße haben werden. Wir sind ja noch relativ weit unten und schon hier gibt es noch große Schneefelder. Es wird wahrscheinlich oben noch deutlich mehr sein. Ein bisschen wackelig, wenn man hier rüberläuft, aber wahrscheinlich besser als wirklich da unten durch den losen Schotter zu laufen. Das sieht schon alles super imposant aus, wie hier wirklich direkt neben uns so ganz wild zerklüftete Felsen aufragen. Teilweise muss man ein bisschen darauf achten, sich nicht den Kopf zu stoßen, wenn das hier so ein bisschen rausragt. Aber das macht den ganzen Weg auch wirklich so, so spannend und spektakulär. Willkommen am Gletscherblick. Die Sicht ist besser als ich dachte. Ich habe die ganze Zeit so dahin geguckt und dachte, man sieht ja gar nichts am Gletscherblick. Aber wenn man so durch den Bilderrahmen durchschaut, hat man doch ein tolles Panorama nach da hinten raus. Sehr, sehr schön. Von hier oben sind auch die Seven Summits auf Stubai zu sehen. Das sind ja so die Vorzeigeberge im Stubaital. Zumindest können wir da die Serles erspähen. Dort liegt der Elfer. Da der Massive, das ist der Habich, der da in die Höhe ragt. Und dort hinten, da sind Wilder, Freiger und Zuckerhüttel zu sehen. Und die Rinnenspitze müsste da auch noch irgendwo sein. Die habe ich jetzt aber noch nicht erspäht. Vielleicht wisst ihr, wo die genau liegt. Und wenn ihr hier diesen Stempelpass habt, den da, dann könnt ihr auf Gipfeljagd gehen und könnt auf jedem Gipfel so eine Stempelstation finden und einen abstempeln. Wir machen das heute mit dem Hohen Burgstall. So cool
cool aus, wie hier überall so einzelne Felsnadeln aufragen. Wir umrunden jetzt quasi den Hohen Burgstall einmal und laufen noch weiter zum Schlickersee. Haben wir auch erst die Hälfte der Höhenmeter ungefähr geschafft. Ein Stückle liegt also noch vor uns. Und zack, plötzlich tauchen einfach wieder so die Kalkkörgel auf. Das ist ein bisschen Abenteuertour hier, sage ich euch. Muss man ganz schön aufpassen, dass man da nicht zu tief einsinkt und die Hände frieren ab. Abschnitt hier war jetzt ein bisschen tricky, würde ich sagen. Es geht zum einen so durch die Geröll-Landschaft hindurch und zum anderen gab es ja auch echt noch einige Schneefelder und wenn man da nicht richtig aufpasst, rutscht man auch immer so ein Stückchen nach unten. Dort in diese Richtung geht es jetzt eigentlich weiter in Richtung Schlickersee. Da häufen sich aber die Schneefelder noch weiter und weil der See eigentlich dort in diesem Loch sein sollte und man ihn eh nicht sieht, sparen wir uns heute diesen Abstecher und gehen direkt zum Burgstall hinauf. Aber vielleicht habt ihr mehr Glück im Hochsommer. Und könnt da euch vielleicht sogar ein bisschen abkühlen. Dann fliegt trotzdem mal mit der Drohne hin. Ich fürchte, wir kommen nicht mehr weiter. Der Weg ist ab da komplett mit Schnee bedeckt. Wir haben versucht, so ein bisschen außen rum zu kraxeln, um uns nicht mitten in die Schneefelder reinzubegeben. Es funktioniert aber auch nur bedingt, weil es hier überall steil und sehr, sehr abschüssig ist. Das heißt, wir suchen jetzt mal einen sicheren Pfad nach unten und kommen heute wohl nicht auf den Gipfel. Er ist zum Greifen nah. Das war natürlich wirklich eine schwierige Entscheidung für uns, da kurz vor dem Gipfel noch abzubrechen und umzudrehen. Aber ich glaube nach wie vor, dass das die richtige Entscheidung war, weil so Altschneefelder im Frühling in den Bergen bergen ja einige Gefahren. Zum einen kann man da abrutschen, wenn man nicht aufpasst und den ganzen Berg nach unten donnern. Man kann einsinken, weil man nicht weiß, wo der Weg genau verläuft und weiß nicht, ob darunter vielleicht irgendeine Spalte ist oder irgendein Fels, an dem man sich verletzen kann. Und es gibt auch noch das Risiko der Lawinengefahr. Also im Zweifel besser umdrehen und abbrechen. Naja, man kann nicht immer alles haben und man sollte jetzt auch nicht zu viel riskieren, wenn sich's vermeiden lässt. Und deswegen machen wir heute einfach eine Hohe Burgstall-Umrundung. Auch schön. Wir haben einen Ersatzgipfel gefunden und diesen auch tatsächlich erreicht. Da gibt es aber sogar so einen Steg ins Nichts. Der Blick von hier oben ist natürlich auch sensationell. Wir können zumindest noch mal richtig schön auf die Kalkkögel blicken. Das ist der Steingrubenkugel. Da waren wir auch schon mal oben, da führt ein Klettersteig rauf. Das Video verlinken wir euch mal. Dann können wir natürlich auch richtig schön noch mal ins Stubaital hinabblicken. Dort in diese Richtung geht es dann Richtung Innsbruck. Und da am Horizont könnt ihr auch das Karwendel mit der Nordkette sehen. Dort liegt dann der Patschakofel, der Berg mit der Antenne darauf. Und da geht es Richtung Zillertaler Alpen und Hintertuxer Gletscher. Und jetzt wird es irgendwie Zeit, dass wir was essen. Ich habe nämlich ganz schön Hunger. Wir haben hier auch noch einen richtig coolen Einkehrtipp für euch. Dazu müsst ihr aber noch ein Stück mit dem Bus oder mit dem Auto in Richtung Stubaier Gletscher hochfahren. Und dann kommt ihr hier zur Graber ein. Die liegt direkt an einem Wasserfall. Den zeigen wir euch gleich. Zuerst gibt es hier aber noch richtig gutes Essen. Hier kann man schon einen Blick auf den Wasserfall werfen. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich nehme. Ich schwanke. Tja, ich hätte eigentlich Lust auf so eine Ofenkartoffel mit Sauerrahm und Grillgemüse. Allerdings hätte ich gerade auch Lust auf einen Wiener Schnitzel. Dankeschön.
Und ein Kaminholz hattest du auch gehabt. Mahlzeit. Yummy. Ich glaube, das ist echt verdient heute. Dann Mahlzeit. Wir müssen auf jeden Fall nochmal wiederkommen ins Stubaital, damit wir den Hohen Burgstall auch mit einem Gipfelsieg abschließen können. Ansonsten gibt es aber ja noch viele weitere coole Bergtouren im Stubaital. Zum Beispiel seht ihr da ja hinter mir den Graberwasserfall. Von dort startet der Wilde Wasserweg. Den sind wir auch schon mal gegangen, da könnt ihr hier direkt weiterschauen. Jetzt freue ich mich aber erstmal über jeden Daumen nach oben. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt an das Abo und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!